Richtig. Ja, mit Slide werden nächste Reifen kaufen muss. Ja, echt super. Also mich beeindruckt das sehr, sehr sexy. Ich bitte jetzt den Frank auf die Bühne zu mir. Wir gehen hier ein bisschen in die Sonne, ja, sehr schön. Ja, also ganz, ganz, ganz klasse, kann ich schon sagen. Aber eine Frage, wechselt jetzt Linda irgendwie Branche oder warum? Warum? Schöne Frage. Ja, das ist eine andere Geschichte. Wir haben ja hier unseren, Sie haben ja gerade unseren neuen E-Stapler gesehen, E20 bis E50. Da haben wir eine schöne Antriebstechnologie drin. Und die Idee war einfach mal, ja, wir verwenden die Antriebstechnologie und bringen die in einen E-Card rein und bringen damit mal die Performance, die in einem E-Stapler drin sitzt, auf eine andere Art und Weise mal publikumswert sein, rüber, wie Sie es gerade gesehen haben. Und ja, wir haben folgende Bauteile hier übernommen. Wir haben hier einen Hubmotor, haben unsere Leistungsteile, die original, haben das Fahrerdisplay, Fahrtumrichtungsschalter, da hinten auch die LEDs original aus dem Stapel rausgenommen. Ja, und haben damit das kleine Baby von unserem E20 bis E50, deswegen haben wir den auch E1 getauft, kreiert. Sehr süß, ja, und da sehe ich sogar diese Lithium-Ionen-Batterie da an der Seite. Yes, ladies and gentlemen, this E-Card has the same electric control system as the new E-Truck series, the E20s, the E50. And Frank has shown us, or just pointed out, the battery here. And we see here it has the same lift motor also as the new E-Truck series. Very impressive. Und ich glaube, es gibt, eine Neuigkeit, was zu Ostern auch passiert ist, was ziemlich beeindruckend ist, ne? Ja, das war unser Anspann von Anfang an. Wir haben gesagt, wir gehen einen Weltrekord an. Und wir waren eben am Ostersonntag in Oschersleben, in der Motorsportarena. Da war ADAC GT Master, ein großes Rennen. Und im Rahmenprogramm, oder nicht im Rahmenprogramm, als einen kleinen Highlight, haben wir den Weltrekordversuch unternommen. Auf der Stadt- und Zielgerade mit Guinness Rekordtöchterin vor Ort. Und haben sage und schreibe 3,45 Sekunden erreicht von 0 auf 60 Meilen, was ungefähr 100 Kilometer entspricht. Gratulation, das ist wirklich sehr schnell, yes, ladies and gentlemen, they've just won the World Guinness Book of Records, became the holder in acceleration, so that really is quite something. Ja, super. Also danke, wie ich das so erklärt bekommen habe und ich gehe schon auf den Weg. Ich glaube, Andi wird eine Runde für uns nochmal drehen. Ne? Vielen Dank. Danke.